Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier mit wunderbarem Blick mal wieder aufs Schiff. Das ist aber jetzt allgemein nicht der Punkt, wo man, wenn man hier hochspringt, kommt man da eigentlich. Na okay, das bedeutet bloß, dass es sicher ist, aber ich glaube, man könnte auch von hier. Man muss nicht zwingend immer auf den Baum langlaufen, na gut. Umtauschen können wir hier unten leider noch nichts. Dafür sind leider ein paar Dinge noch, die fehlen. So. Gehen wir mal noch ein paar Meter. Ich könnte eventuell mal mit Hinkebein sprechen. Vielleicht hat er ja was. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Ich wusste ja eigentlich, dass mir noch ein bisschen was gefehlt hat von diesen Dingern. Was hast du diesmal für Im mich? Grunde genommen nichts weiter. Pingelig sein, aber das reicht nicht. Da brauchst du schon mehr. Na gut. Hätten wir das. Was ist aber mit dem? Will der wieder ein... die wollen alle Spiele spielen. Das gibt's nicht. Die wollen ein Spiel mit mir spielen. Moment. Nee, Hauptmission gibt's jetzt noch nicht. Ich habe nämlich noch was ganz, 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 ganz Dringendes anderes zu erledigen. Und zwar... Das ist eine Hauptmission. Das brauche ich jetzt eigentlich eher weniger. Grenzland. Geschäfte freigeschaltet. 1. Super. Davenport-Siedlung, die muss ich doch eigentlich... Na, ich könnte mal kurz hier mit dem guten Herrn mit dem Schiff reden, damit wir mal ein bisschen gucken können hier. Interagieren. Rumpfverstärkung aus Holz. Eine gute Defensive ist immer schön. Zusätzliche Kanonen, Brandgeschosse. Oh, super. Okay, Hagelladung. Ja, verbessertes Ruder und Spitzgeschoss für das Kleine wahrscheinlich. Ein Rammsporn. Okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich... Ja, oh, das machen wir jetzt. Wir werden jetzt die Defensive ausbauen. So. Okay. Rumpfverstärkung aus Holz hatten wir schon. Rumpfverstärkung aus Eisen kommt jetzt. Okay. So, jetzt haben wir die Rumpfverstärkungen. Von Rammsporn... Rechts sitze ja natürlich nicht mehr, war ja klar. Okay, können wir denn wenigstens noch irgendwelche, genau, zusätzliche Kanonen. So, danach können wir wahrscheinlich noch eine zusätzliche, können wir nicht mehr, okay. Gut, mit dem restlichen Geld, ich wollte eigentlich noch den Rammsporn mit drauf machen, aber egal, defensiv ist immer schön. Ja, reden wir mal mit dem Guten. Genau, das ist es nämlich, um was es geht, das Geisterschiff. Das ist nämlich hier mit Hinkebein und so ganz vielen. Fort Walcott, was ist das allgemein? Hendersons in Nöten oder die Henderson. Den Weg ebnen in tiefster Nacht. Dann hätten wir hier wieder was mit Hinkebein. Der Schatz von Dead Jest Island. Okay, und was ist das? Das sind die Jagd nach den Dingern. Gut, da wissen wir jetzt auf alle Fälle, was wir demnächst machen. Wir werden uns von oben nach unten durcharbeiten. Da werden wir mal jetzt ein bisschen den Hinkebeinklunker nehmen. Eigentlich wollte ich es so machen, dass ich den in kompletter Reihenfolge mache. Aber wenn es schon mal da ist, dann machen wir es auch. So. Nordwestpassage, 1776. Ich wusste wirklich nie... Ich hoffe, Faulkner hat recht. Ja, das hoffe ich auch. Wie jemand an die Nordwestpassage glauben kann, ist mir ein Rätsel. Deswegen doch ganz schön geil. Den Wunder, dass das sich nichts abfriert. Ja, natürlich. Egal was ist, erstmal runterklettern. Oder runterspringen. Es kann ja sein, dass wir nie wieder zurückkommen. Von daher ist die... Wollen wir ja ein bisschen Action für sich haben, ne? Wenn wir hier unbedingt runterjumpen. Also dann, was haben wir denn hier für eines? Oh, diese Schneespuren sind immer so geil. Wow. Hendrik van der Holz, erstes und letztes Kommando. Geiler Scheiß. Nicht ins Wasser fallen. Zeitlimit für das Erreichen ist... Oh mein Gott, wie soll ich denn das jetzt hinbekommen? Ja, genau. Nicht ins Wasser fallen. Das ist jetzt eine Minute. Gut. So, nicht ins Wasser fallen. Huhuhu.
Oh, Alter. Okay. Ich versuche das jetzt in den nächsten 30 Sekunden noch irgendwie gebacken zu bekommen. Alter. Das ist deswegen doch ganz schön lustig hier, über diese Eisschollen da zu springen. So, na komm schon. 17 Sekunden bis zum Erreichen. Und ich hab's. Ich bin sowas von gut. Und ich bin... Okay. Erstmal safe. Nicht ins Wasser fallen gilt zwar wahrscheinlich immer noch. Aber das... Oh, okay. Da kommt man doch relativ einfach hoch. So, wo muss ich denn jetzt hin? Kann ja geradeaus rüberspringen, dann hier festhalten an dem Ding. Ja, genau. Dann können wir jetzt hier seitlich weiter hoch. Dann hier nach oben eigentlich. Na gut, dann gehen wir halt weiter rechts. Okay, da konnte man sich eigentlich nicht festhalten. Da haben sie ein bisschen gecheatet, aber na gut. Das wollten wir jetzt eigentlich ja nicht. Spring, mein Gutster! Oh yeah. Das ist doch mal eine volle Synchronisation nach meinem Geschmack hier. Komm schon. Wenn ich jetzt... Eigentlich bin ich schon lange auf diesem dämlichen Schiff. So. Oh mein Gott. Oh. Frostmumifikation würde ich das mal nennen. Dadurch, dass es so extremst kalt ist, wird natürlich der Verwesungsprozess extremst, wirklich extremst verringert. Das Einzige, es oxidiert halt ein klein wenig, ne? Deshalb sind die auch so dunkel und nicht wie eingefroren. Zack. Das ist es halt. Okay. Oh. Dann mal fein runter hier und fallen lassen. Alter Schwede. Hendrik van der Heuvel. Captain Kitts Quartiermeister, der selbst Captain wurde. Wow. Die Passage, die du gesucht hast, gibt es nicht. Ich hoffe, du hast nicht lange gelitten. Du weißt nicht, wie schrecklich es ist, einzufrieren. Oh Gott. Oh! Was ist das? Ach, das sind die Kartenstücke. Ich dachte, ich hätte die Kartenstücke schon. Okay, gut. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurückkommen, ohne ins Wasser zu fallen. Danach sind wir nämlich relativ gut wieder. Ah, war ja klar. Ich muss raus aus diesem Ding. Ja, offensichtlich musst du das, du Blitzmerker. Ich muss hier raus. Und wieder sage ich, natürlich musst du das. Alter! Oh Gott. Okay, das ist filmreif, ey. Das ist... Das war knapp. Wenn jetzt noch so ein scheiß Fass hier lang gerollt kommt, dann gibt's echt... Nee! Okay, ich bin nicht in... Ich hoffe mal, das zählt jetzt nicht mit ins Wasser fallen. Oh Gott, ey, ich hasse es, wenn diese... Was ist denn jetzt los? Alter, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden hier. Wo muss ich schon lang? Da. Aber diese Wassertropfen, das ist halt... Genial. Okay. Ah, okay. An der Decke langhangeln. Alter. Das ist ja mal geil. Das ist richtig krass gemacht. Ich habe nicht viel Zeit. Ja, natürlich hast du nicht viel Zeit. Das scheiß Schiff sinkt ein. Ah, diese Blitzmerker jedes Mal. Nicht ins Wasser fallen. Ja, offensichtlich haben wir das nicht geschafft. So ein Kack. Ey, das Schiff war die ganze Zeit sicher. Volle Synchronisation, würde ich mal sagen. Also wir sind sowas von nicht ins Wasser gefallen. Das hat man ja natürlich gesehen. Wir sind ja aus so einer Art Nährlösung entstiegen. Stimmt, man kann ja hier auch laufen und einen möglichen Schnickschnack machen, während es lädt. Wow.
Das werde ich natürlich auch demnächst mal sehr viel öfter machen. Captain Kidd. Okay, tauschen können wir ja noch nichts. Muss mal wieder zu irgendeinem Händler und meine ganzen erbeuteten Sachen loswerden hier. Gut. Was ist das allgemein? Und wieso kommt man da noch nicht hin? Na gut, das ist jetzt erstmal weniger interessant. Wir holen uns den Pokal. Eigentlich haben wir... Moment mal, wir haben... Hier ist einmal Kit. Ah gut, das andere war relativ nah dran. Von daher ist alles gerechtfertigt. Starten! Starten! Jetzt! Da muss man mal auf Enter drücken, weil das wie die Schnellreisefunktion leicht unberechenbar ist. Und wir rennen im Kreis. Okay. War das andere nicht 1776? Das ist ein Schiffsfriedhof. Kannst du nicht verfehlen. Es heißt, Abel Owens war an Bord eines dieser traurigen Wracks. Wenn das stimmt, findest du seine Überreste dort. Plünderer lieben den Friedhof. Du musst wachsam sein. Okay. Gibt's ja auch wieder so ein Zeitding, bis ich da hinkomme. Das wäre jetzt so äußerst ungünstig. Wow, gut. Da können wir mal wieder von da hin. Und rüber jumpen. Also die Insel ist geil. Richtig super. Hier fehlen zwar ein paar Texturen, aber das ist ja unwesentlich. Wenn Abel hier gekentert ist, müssen sie selbst nach etwas gesucht haben. Ja, die Frage ist nur, nach was? Nach was haben die wohl gesucht? So, was ist es denn wert, hier mit einem kompletten Schiff unterzugehen? Der Reihe nach. Okay, na gut, kommt man hier wahrscheinlich hoch. Oh, der kann sich ruhig mal an die Dingern festhalten. Na gut, dann müssen wir halt hier hochklettern und dann so ein bisschen im Kreis. Ja, genau. Also ich hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, hier hochzuklettern. An den Lianen zum Beispiel, da hätte man den ganzen Anfang sich erspart. Dann gibt's noch allgemein ein bisschen weiter springen. Aber na gut, das wäre wahrscheinlich ein bisschen ungünstiger gewesen für den. Gibt's sonst hier noch irgendwo was? Nö. Oh! Super! Okay, also diese ganzen Kamerafahrten und allem möglichen Zeug, das haben sich ein bisschen aus Prince of Persia hier geklaut, weil diese allgemeinen epischen Bildmalereien, das war es jetzt eigentlich im Grunde genommen. Hier, man hat zack, sofort anderes Setting, Boot und dann nochmal so ein bisschen, ja klar, Untermalung soundmäßig. Plünderer. Aber, ja, Prince of Persia, müsste ich... Das könnte ich auch mal let's playen. Das war so ein schönes Spiel. Oder beziehungsweise so eine schöne... Also Sands of Time fand ich so genial. Durch diese Zeit-Zurückspul-Fähigkeit. Das war schon ganz nett. Leg das hin. Hau ab! Ich hab's gefunden. Das gehört mir. Nein, es ist meine. Wie wär's mit... Beim nächsten Mal schleichen wir uns an den Typen ran. Innerhalb von 40 Metern hinter dem... Okay. Was du gefunden hast, gehört mir. Eigentlich gehört es ja nicht dir. Im Grunde genommen gehört es ja niemandem. Aber... Nicht so schnell. Wow. Rennen wir einfach weiter. So, wo ist der Typ eigentlich? Wir ignorieren einfach mal die ganzen anderen, weil die können mich ein klein wenig. So, okay, geht weiter. Drei Sprintattentate. Och, Mist. Ja, davon fehlen uns jetzt ein paar. Warum verfolgst du mich? Ich habe nichts getan. Ja, noch nicht. Gib mir, was ich suche. Wow, Alter, wo renne ich denn die ganze Zeit lang? Das ist ja unmöglich. Ah, da lang? So. Was meins ist, ist meins. Oh, habe ich nicht eigentlich gerade zwei gekillt? Diese Jagd hast du wohl verloren. Nee, nicht ist mit verloren. Alter, das ist geil. Du machst nur, du hältst bloß die rechte Maustaste gedrückt und der Rest geht so ziemlich von alleine. Das ist so geil. Oh, Mann. Was man aber wirklich sagen kann, die ganze andere Sache ist relativ automatisch. Oh. So, einer weniger. Was will ich denn damit? Ich brauche das gleich. Tomahawk brauche ich wieder. Oh Mist, ich muss ja kontern. Haha! So. Irgend so ein Irrer mit einer Kutte greift mich an. Oh mein Gott, was kann da bloß sein? Komm, geh tot.
Ach, Mann. Das Problem ist, diese ganzen optionalen Dinger sind bei Zeitquests ziemlich beschissen, weil du bist ja eigentlich im Grunde genommen immer darauf bedacht, diese Sache gerade zu beenden. Erfolgreich meistens. Oh, Alter. Geht ja endlich mal. Dankeschön. Und jetzt du auch noch. Jetzt will ich aber meine Karte haben. Du Schack, du. Ich hätte natürlich die ganze Zeit mit dem Bogen auf dem schießen können, aber... Es wäre zu einfach gewesen. Und das hätte eventuell Pfeile gebraucht. So, das haben wir auch perfekt gelöst mal wieder. Wundervoll. Wenn das Ding schon wieder... Ja, klar. Du willst wirklich bis zu deinem Schiff schwimmen, das in voller Montur. Der Sichtkontakt, eine Untersuchung. Okay. Ja, das ist jetzt mehr oder weniger perfekt gelaufen, ne? Wow. Nächste Schatzsuchquest. Ich liebe diese Quests. Die sind cool. Die sind eigentlich besser als das ganze Spiel an sich, weil die ganz amerikanische Sache ist. Na, so. Geht weiter. Lalalalalalala. So. Das wär's eigentlich. Die Sense of Time-Geschichte hat ja im Grunde genommen im Orient gespielt und relativ früh Menschlich-Geschichtlichkeits-Sache und so gesehen. Hat man eventuell auch daran gemerkt, dass es sowas wie Schusswaffen und so noch gar nicht gegeben hat, weil die gab's ja dann wahrscheinlich auch erst später. Aber egal. Das Tor ist nicht verlassen, wie es sein sollte. Ist so besetzt wie nur möglich. Und schon wieder sieht das so geil aus. Dann brauche ich etwas, um sie abzulenken. Sobald ich außer Sicht bin, warte 10 Minuten und beschießt sie. Oh Mann. Ich schlüpfe im Schutz des Feuers durch. Klingt recht gefährlich, aber du schaffst das schon. Glaub kaum, dass sie verurteilte Piraten wie Lucky Lem oft aus der Zelle lassen. Oh. Also, wenn seine kleine Schriftrolle irgendwo ist, dann da. Super. Aber die könnten wirklich so ein Sands of Time Ding wieder machen. Nur eben in einem späteren Zeitraum, ähnlich wie hier, halt zu Piratenzeitalter. Weil das funktioniert ziemlich nett. Präsentiert das Gewehr! Wo könnte man denn hier langklettern? Oh. Ey, das ist immer so geil, wenn es die Kamera leicht schräg stellt. Ach, guckt ihr das doch mal an. Das ist so wundervoll, sieht das doch aus. Oh, das sieht so schön aus, alles. Wundervolles Setting. Also eigentlich schreien die ja nicht, wenn ich die mit so einem Dolch durchbohrt habe, ne? Oh, was ist mit dieser Kamera? Manchmal ist die sehr eigen. Was soll man denn hier? Wollen wir da gleich mal eine andere Flagge hissen, so aus Spaß? Oh mein Gott. Ich muss außen herum, um den Innenhof zu meiden. Ja, natürlich musst du das, weil anders kommst du nicht dahin. Wow. Bestimmt nur eine Seemöwe. Sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Das ist absurd. Ey, das ist so geil. Eine unbedeutende Insel zu bewachen. Das wird sicher meine letzte Dienstzeit. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm direkt in die Augen und sage, Sir, ich gehe nach Hause. Habe genug von diesen sinnlosen Einsätzen. Mhm. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Renn doch nicht nach vorn bei sowas. Okay, ganz sachte. Wo sind die nächsten Gegner? Da ist keiner. Wahrscheinlich unter mir. Da unten ist einer. Muss ich auch ganz sachte machen, dass er mich ja nicht entdeckt. Ich habe so das Gefühl, ich könnte Hitman mal demnächst spielen. Weil ich mag diese Schleichen und ganz heimlich sein. Das ist so geil. Oh shit. Ja, wie gesagt, das ganze Schleichen und heimlich sein, das ist ganz geil. Jetzt muss ich nur... Ich hoffe, ich bin einen Tick schneller als der. Warum auch immer ich mich nicht an diesen Griffen festhalten konnte, meiner Meinung nach hätte es funktionieren müssen.
ist so schön. Ah, geil. Schlägerherausforderungen gemeistert. Ja, wo waren jetzt eigentlich diese komischen Griffe? Ah.